Jeder von euch bekommt von mir ein Blatt und gleich noch einen Stift. Und dann malt jeder von euch auf sein Blatt ein einfaches Zeichen. Haltet die Bilder so gegen euren Körper, dass niemand sehen kann, was ihr da gemalt habt. Ich werde jetzt gleich das erste Bild allen hier im Raum zeigen. Die Aufgabe von uns allen wird allerdings darin bestehen, herauszufinden, wer hat welches Bild gemalt. Ich frage euch jetzt alle, ob das euer Bild ist. Und ihr sagt alle nein. Ist das dein Bild? Nein. Ist das dein Bild? Nö. Ist das dein Bild? Nein. Okay, ist das dein Bild? Nein. Der war praktisch geschenkt. Wer von euch glaubt, er hat das Bild gemalt? Einfach mal Hand hoch. Ja, ich glaube ja. Wisst ihr warum? Da hat die Reihenfolge nicht gestimmt. Normalerweise ist die Reihenfolge, wir haben einen Gedanken, dann setzt die Körpersprache ein und dann erst sprechen wir. Das heißt, wenn wir Nein sagen und auch Nein meinen, dann sagen wir Nein. Bei ihm war es so, er hat gesagt Nö und dann erst... Das ist dein Bild, richtig? Ja. Dankeschön, du kannst mal Platz nehmen, du hast das sehr gut gemacht. Vielen Dank. Mal einmal hier. Diesmal sagt ihr bitte alle Ja. Das heißt, du sagst auf jeden Fall Ja, du sagst auf jeden Fall Ja und auch du sagst bitte auf jeden Fall Ja. Das heißt, zwei lügen mich jetzt an und nur einer oder eine sagt die Wahrheit. Ist das dein Bild? Ja. Ja. Ich habe noch gar nicht gefragt. Das ist interessant, oder? Ist das dein Bild? Ja. Mhm. Wer von euch glaubt, er hat als Einziger die Wahrheit gesagt? Einfach mal Hand hoch. Ich glaube das auch. Bei dir war es so, du hast gesagt Ja und hast dabei die Augenbrauen nach oben gehoben. Hast du gemerkt? Wenn wir die Augenbrauen nach oben heben, dann ist das so, als wenn wir das, was wir da sagen, mit dem Rotstift noch fünfmal unterstreichen. Ist das dein Bild? Ja. Du musst jetzt die Wahrheit sagen, das war dein Bild, stimmt's? Ja. Dankeschön, du kannst mal Platz nehmen, hast das sehr gut gemacht. Dann haben wir noch zwei Leute. Ah, Palme mit Sonne, wunderbar. Ich zeige euch beiden jetzt jeweils das Bild und wenn ich sage, jetzt schaut ihr zu mir, aber keine Sekunde vorher. Ich schaue genau auf das Bild, wenn ich sage, jetzt schaust du zu mir. Vielen Dank. Schau genau auf das Bild. Jetzt. Vielen herzlichen Dank, das war dein Bild, stimmt's? Dankeschön, kannst du mal Platz nehmen, du hast das großartig gemacht. Vielen Dank. Und bleib noch bitte kurz hier. Und, also ich gebe zu, es ist sehr, sehr einfach, jetzt das letzte Bild zu nehmen und der richtigen Person hier vorne zuzuordnen. Das ist nicht schwer. Aber das habe ich jetzt auch nicht vor. Du musst bitte mal bestätigen, ich kann von hier aus nicht erkennen, was da liegt, richtig? Dann halt bitte mal deinen rechten Arm locker nach vorne und ich bewege jetzt gleich deinen rechten Arm. Wenn ich gleich sage, jetzt, dieses Motiv, das malst du dann bitte nochmal. Aber bitte nur in Gedanken, auf keinen Fall echt. Jetzt. Fertig? Ah, danke schön. Ich zeige euch mal, was da bei mir angekommen ist und das ist meiner Meinung nach, dürfte das sein. Schreib mal drunter, was es sein soll. Nimm das bitte mal und zeig bitte mal allen vor, was du da gemalt hast. Das ist... Warum hast du eine Katze gemalt, als du hier nach vorne gekommen bist? Das hat keinen besonderen Grund. Das heißt, das war einfach das Erste, was dir eingefallen ist, war diese Katze, richtig? Schau mal, ich habe eine Katze gemalt, weil das hier bei mir angekommen ist. Und damit... Vielen Dank fürs Mitmachen, du hast es großartig gemacht. Nimm's einfach mal Platz. Vielen Dank an euch alle, noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss.